Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Frau Kietzer, sehr geehrte Frau Schwarz, sehr geehrter Herr Abgeordneter Weber, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Präsident der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel habe ich die Freude, Sie heute zu dieser Veranstaltung anlässlich der Einweihung der 48er Gedenkstele für die Brüder Justus und Theodor Olshausen herzlich willkommen zu heißen. Im Gedenken und Erinnern, so sagt man, behaupte sich das Individuum gegen das ihm angetane Leid wie gegen das empfangene Glück. Gedächtnis oder Memoria, wie die Geschichtswissenschaft das ihr eigene Phänomen historischer Erkenntnis nennt, ist freilich nicht dem Einzelnen anheimgegeben. Memoria ist vielmehr der Menschennatur gemein. Sie eignet sozialen Gruppen und ihren Institutionen überhaupt jeder Gesellschaft, in der viele die Formen des öffentlichen Gedenkens und seine Inhalte zu bestimmen suchen. Die Erinnerungen nämlich, schreibt Johann Gustav Treußen, von 1840 bis 1851 Professor an der Kieler Universität und ein Freund Justus Olshausen in seiner Historik, gehören, Zitat, zum eigensten Wesen und Bedürfnis des Menschen. Sie fehlen nie und nirgends. Keine menschliche Gemeinschaft ist ohne sie. Jede hat in ihrem Gewordensein, ihrer Geschichte, das Bild ihres gewordenen Seins, gleichsam die Erklärung und das Bewusstsein über sich selbst. In unserer heutigen, prosaisch gewordenen Welt ist mit diesem Sachverhalt der Begriff Identität gemeint. Gedächtnis erzeugt Identität. Erinnerung ist Kultur, sie wird manifest in Ritualen und Traditionen, sie wirkt sinnbildlich in Erinnerungsorten. Die Christian-Albrechts-Universität fühlt sich daher in besonderer Weise durch die Stadt Kiel, durch die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, durch den Verein Kiels Gelehrtes Erbe, durch die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, durch die Provinzialversicherungen, durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein, durch das Chor Alemannia, durch die Alumni e.V., durch das Lubinus Klinikum sowie durch weitere Persönlichkeiten geehrt, dass sie mit der Gedenkstele zum Erinnerungsort an die Brüder Olshausen wurde und der Name der Landesuniversität dadurch mit dem Beginn der Demokratie auf schleswig-holsteinischem Boden verbunden ist. Ich danke allen Spendern sehr herzlich für ihr Engagement im Sinne des Gedenkens an unsere Demokratie. Wer nun waren die Brüder Olshausen, dass sich mit ihnen solch eine herausragende Erinnerung verbindet? Justus Olshausen, den vorzustellen mir vom Spiritus Rector dieses Erinnerungsortes, Dr. Joachim Reppmann, auferlegt wurde, war der dritte, am 9. Mai 1800 geborene Sohn von Ida und Detlef Olshausen. In diesem Pastorenhaushalt in Hohenfelde und Glückstadt wuchs Justus auf, besuchte zunächst die dortige Gelehrtenschule, um sich bereits im Alter von 16 Jahren an der Kieler Universität zu immatrikulieren. Sein Studium und damit, was heute gelegentlich vergessen zu sein scheint, sein ganzer Eifer, denn das heißt Studium, galt von Anfang an der Orientalistik. Im Karzerbuch der Universität steht Justus zum Jahre 1819 mit dem Zusatz Studiosus Linguae Arabicae verzeichnet. Er besuchte damals allerdings lediglich einen einsitzenden Kommiliton. Doch ein braver Bursche im Sinne der Obrigkeit war Justus Olshausen 1819 beileibe nicht mehr. Er hatte sich nämlich der burschenschaftlichen Bewegung angeschlossen. Und selbstverständlich nahm er im Oktober 1817 teil am Wartburgfest der deutschen Studentenschaft und beteiligte sich an den Forderungen nach Nationalstaat und freiheitlicher Verfassung. Und ebenso selbstverständlich stellte sich das Konsistorium der Kieler Universität, was ich heute als großartig empfinde, in einem von der Regierung eingeforderten Bericht über die Anwesenheit von Kieler Studenten auf der Wartburg schützend vor Justus Olshausen und seiner Kommilitonen. Nach diesen ersten demokratischen Erfahrungen ging es zunächst wieder ans Studium. Justus besuchte die Universitäten Berlin und Paris, wo er die später folgenschwere Bekanntschaft mit Alexander von Humboldt machte. Auf Empfehlung des Kurators der Kieler Universität, Kai Lorenz von Brockdorf, an die dänische Regierung, wurde Justus Olshausen am 4. November 1823 zum außerordentlichen Professor der orientalischen Sprachen ernannt
nachdem er wenige Tage zuvor mit der Dissertation De Lingue Persicae Verbo zum Dr. Phil promoviert worden war. Brockdorffs Gesuch war bemerkenswerterweise damit begründet, dass ein gewisser, Zitat, Professor Gleuker zu bejahrt sei, um noch mit tätiger Wirksamkeit den Studierenden nützlich zu werden. Und so konnte Professor Olshausen in Kiel wirksam werden. Nach eigenem Bekunden gehörte er, Zitat, nicht zu denjenigen Lehrern der Universität, die wenig oder gar keine Vorlesungen hielten. Er habe, schreibt er, Zitat, in der Regel mehr als 20 Stunden wöchentlich der Unterweisung der Studierenden gewidmet. Justus Olshausen war ein herausragender Forscher, einer der Stars des 19. Jahrhunderts in seiner Forschung. Offenbar auch ein guter Lehrer, ein erfolgreicher Professor der Kieler Universität. Im Jahre 1830 wurde er denn auch zum Ordinarius in der Philosophischen Fakultät ernannt. Eine Gehaltsaufbesserung war freilich damit nicht verbunden. Die Schleswig-Holsteiner waren damals schon rechte Knauser. Doch Justus Olshausen war nie ein angepasster akademischer Karrierist. Er stand von Burschenschaftszeiten her ein für Nation und Demokratie. 1837